Sternzeichen Löwe und heute bin ich nicht alleine. Ich habe Phyllis dabei, denn Phyllis ist Löwe. Und ich würde sagen, let's go. Der Löwe hat vom 23. Juli bis zum 23. August Geburtstag. Und Phyllis hat am 15. August. Yeah. Auf jeden Fall sind das die Farben aus meinem Schema. Es ist sehr orange, sehr pink, sehr rot. Also so pinkish, reddish, orange. Das Element ist übrigens Feuer. Die Produkte, da gehen wir nicht drauf ein. Aber ihr findet sie aufgelistet in der Infobox. Und ich würde sagen, wir fangen an. Die Löwen, sagt man, sind begeisterungsfähig. Manche schreiben, sie sind beharrlich, beschützend, charmant und auch dynamisch. Kannst du dem folgen? Ich kann auf jeden Fall beschützend bestätigen. Charmant weiß ich jetzt nicht. Dynamisch auf jeden Fall und energisch auch. Beharrlich, was war das jetzt? Ihr habt Konditionen, weißt du, wie ich meine? Zum Beispiel deine Theorie, dass du die jetzt innerhalb von einer Woche durchziehst, damit du es hinter dir hast. Ja. Ja. Dann sagt man, sie sind extrovertiert und feurig. Ja. Ja. Das kann ich zu 100% bestätigen. Übrigens ist mein Vater auch Löwe. Das Ding ist, meine Eltern, habe ich das Gefühl, sind einfach nicht mehr die, die sie waren. Das geht zu tief ins Thema, weil ich meine Eltern auch nicht so exposen will. Aber ich kann mir vorstellen, dass mein Vater früher vielleicht wirklich extrovertiert war und feurig und das Leben so genossen hat. Ja doch, mein Vater ist extrovertiert, aber im Sinne von, er kann auf Leute zugehen, er kann sich mit denen toll unterhalten. Und du kannst es ja auch. Ja. Charmant seid ihr beide. Also Vater wie... Bitte nicht. Ach so. Ich dachte, wir beide. Boah. Sie sind führungsstark und sie sind auch sehr gerechte Leute. Und auch das passt auf jeden Fall. Also mein Papa ist schon so ein Leader-Typ und du auch. Also ja. Du könntest auf jeden Fall Leute führen. Manche schreiben zum Beispiel, dass sie auch großmütig sind und großzügig, sehr herzlich und auch das passt. Ich kenne eigentlich keinen großzügigeren Menschen als mein Vater so und großmütig auch. Manchmal schon fast ermüdend, also so immer für die Menschen da. Ich finde, es gibt gar nicht so viele Löwen, ne? Also ich finde, am meisten gibt es Zwilling und Stier. Ich glaube, Löwen sind eine Seltenheit. Sie sind kraftvoll und sie sind auch sehr kreative Menschen. Und auch das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Sie sind sehr leidenschaftliche Menschen. Auch da bin ich wieder an einem Punkt, wo ich bei meinem Vater vielleicht sagen kann, dass er früher ein leidenschaftlicher Mensch war. Heute empfinde ich das nicht so. Sie sind mutig, sie sind sehr liebenswürdig und auch das zu 100%. Danke. Also wir waren zum Beispiel auf dem Rummel, im Mai war das, glaube ich, und es war extrem voll, weil es war Familientag. Die Schlangen waren extrem lang, Familientag ist ja so, dass dann der halbe Preis ist und natürlich nur die Familien gehen. Und wir stehen an der Schlange zum Karussell. Karussell, meinst du Riesenrad? Ach, Riesenrad, ja, genau. Ist Karussell nicht Riesenrad? Auf jeden Fall warten die Menschen und wir sind dran und auf einmal kommen zwei Typen und stellen sich so dicht an mich ran, wie ich so bin. Da habe ich mich natürlich auch ein bisschen über mich geärgert. Ich habe ja nicht gesagt, Entschuldigung, könnten Sie sich bitte wegstellen, sondern ich so, könnt ihr bitte Abstand halten? Irgendwie sowas habe ich gesagt. Auf jeden Fall. Aber die waren ja auch so, die waren... Wirklich, ne? Und die haben sich nicht hinten angestellt. Und die wollten vordrängeln. Er hat schon das Geld so vorgeschoben, obwohl ich halt gerade am Bezahlen bin. Und wir waren eine Gruppe und Phyllis, weil ich mich dann verbal mit ihm gestritten habe, ist dann eingesprungen, so als Mädchen. Und eigentlich einer der Jüngeren aus der Gruppe, sie ist halt sofort boom rein. Das fand ich schon sehr ja, mutig. Mann. Ready. Bitch is ready to fly. Auf jeden Fall mutig, ja. Sie sind offen, sie sind optimistisch. Ja. Safe. Sehr optimistisch. Ihr seid natürlich. What? Wie dem auch sei. Nein, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was dieses Wort natürlich heißen soll. Es ist jetzt bezogen auf Äußerlichkeiten, Innereien. What? Eure Persönlichkeiten sind natürlicher, wenn ich das jetzt mal darauf beziehe. Aber was heißt, dass wir uns nicht verstellen? Oder? Ja, würde ich sagen. Ihr seid natürlich, oder? Wie versteht ihr das? Sagt Löwen. Welche Löwen sind dabei? Sie sind verspielt. Sie sind auch schöpferisch. Dass man gern Sachen erschaffen will? Narzisstische Persönlichkeitsstörung? Ja. Ja.
Naja, dass ihr halt gerne Dinge macht und erschafft, also in dem, was ihr tut. Sag ich doch. Okay, das ist auch Kunst. Dieses Kreative das dann wieder. Phyllis ist sehr, sehr künstlerisch. Sie konnte schon als Superbaby. Als Superbaby. Voll krass zeichnen. Als Superbaby. Mein Papa ist halt auch voll künstlerisch begabt. Also er ist ja Kfz-Mechaniker und er bastelt zum Beispiel ganz bestimmte Mercedes-Klassen zusammen. Also der schweißt eine Hälfte von einem anderen Auto zu einem anderen und baut halt so ein voll krasses Auto zusammen und wirklich alles per Hand. Da merkt man die Kreativität auch extrem. Sie sind selbstbewusst und sie sind sehr, sehr stark. Und das ist auch etwas, finde ich, also wenn das die zwei Wörter wären, um den Löwen zu beschreiben, würde ich sagen, das wäre es. Stark und selbstbewusst. Also die Liste der guten Dinge bei den Löwen ist auf jeden Fall groß, während die negativen Eigenschaften tatsächlich kleiner ausfallen als bei anderen Sternzeichen. Das fällt direkt auf. Ja. Sie sind treu und sie sind unerschrocken. Ich finde, das passt ja auch so zu diesem mutig und so. Sie sind tatkräftig und auch wettbewerbsfreudig. Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, manchmal bei dir ist alles ein Wettbewerb. Na, nicht alles. Also nicht so im negativen Sinne, aber du siehst vieles gerne als Challenge. So, okay, alles klar, ich mach das jetzt. Ja, okay, let's go. Also du gehst die Sachen so extrem aktiv an. Mhm. Sie sind willensstark und auch würdevoll. Willensstark, ja. Du setzt deinen Willen immer durch und du behältst dir deine Würde bei. Und das ist auch etwas, was mein Vater extrem ausmacht. Kommen wir zum interessanten Part. Und zwar roasten wir jetzt mal die Löwen. Die guten alten Schwächen. Also das Erste, was ich bei vielen lese, ist die Arroganz der Löwen. Findest du dich arrogant? Nein, ich bin nicht arrogant. Ich bin nicht Menschen gegenüber so, dass ich mich dann über die stelle und das denen zeige oder keine Ahnung was. Aber du bist dir dessen schon deines... Das ist schon sehr bewusst. Was heißt das? Naja, du gehst in einen Raum und du weißt, ich bin Phyllis. Ja. Ja. Aber nicht so, dass ich versteckst dann dich nicht. Ja, ja genau, aber ich mach's halt nicht so eklig. Es gibt ja welche, die sind dann so arrogant und sind dann so... Ja. Nee, stimmt. Das bin ich null. Aber so ist niemand in unserer Familie. In unserer Familie null. Das ist auch, glaube ich, vielleicht auch so ein Family-Attitude. Und bei uns gibt es sowas nicht. Wenn es sowas geben würde, auch nur ein Wink von Arroganz, meine Eltern hätten das sofort erloschen. Sofort. Kibir, das ist Arroganz im Türkischen. Und wenn meine Mutter das Gefühl hatte, dass wir jetzt arrogant sind, bezogen auf Diskussionen, die wir hatten, Unterhaltungen, die wir hatten, wenn wir andere Menschen beschrieben haben, egal was, dann wurde sofort auf die Arroganz aufmerksam gemacht. Also das weiß ich schon aus meiner Kindheit, das wurde sofort im Keim erstickt. Deswegen kenne ich dieses Arroganz in unserer Familie jetzt nicht so. Ich sag mal im engsten Kreis. Manche schreiben, dass die Löwen unberechenbar sind. Ja, finde ich schon. Hey, findest du? Ich finde null. Doch. Bei also, dir jetzt? Vielleicht, weil unser Verhältnis anders ist zwischen Tante und Nichte. Vielleicht ist es zwischen Freundinnen anders. Aber wenn ich meinen Vater angucke, wenn er sauer war, mein Vater ist zum Beispiel eine extrem ruhige Person, unscheinbar. So, du weißt nicht, dass er da ist. Aber wenn er mal wütend ist, und das passiert wirklich sehr, 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 sehr selten, dann platzt er halt raus. Und das ist so, wow. Das ist dieses Unberechenbar. Du weißt halt nicht, wann es passiert, wie es passiert und was dann halt kommt. Also bei mir ist es so, meinst du, dass du nicht sagen kannst, was ich jetzt... Ja, in einer hitzigen Diskussion zum Beispiel oder... Weißt du noch, die eine, die wir bei Oma hatten, wo wir dann im Auto gefahren sind? Nee. Wir haben uns so gefightet bei Oma. Weiß ich gar nicht mehr. Naja, ich bin ja auch nicht nachtragend. Und für mich, ich kann mich jetzt halt heute richtig schlimm streiten und das hat morgen für mich keine Bedeutung. Ja. So bin ich halt. Also ich bin dann in einer halben Stunde, ist alles wieder gut, aber es kommt drauf an, wer mich ficken will und wer die Person ist und wer kommt, weißt du, ich meine? Also wenn es mir nicht wichtig genug ist, sofort, ciao. Ich würde mich nicht mal mehr hinsetzen und mich unterhalten. Also ich sag mal so, alles was nicht Family ist, mache ich nicht. Alles was außerhalb der Familie ist, berechne ich extrem. Wie viel wert ist mir der Mensch, die Beziehung? Mhm. Ist mir eine Unterhaltung wert? Ist vielleicht immer nicht das Beste, weil dieses Ghosten ist halt nicht geil und ich bin Ghost Queen. Ich habe Ghosting erfunden. Aber es passt auch zum Skorpion. Dann habe ich oft gelesen, dass die Löwen sehr gefallsüchtig sind und ich dachte mir, wow, dieses Wort habe ich noch nie gehört. Dann habe ich das nachgelesen. Das ist der extreme Drang, Menschen zu gefallen. Ich würde schon sagen, ja. Also ist es nicht
natürlich irgendwie, dass man Menschen eher gefallen möchte, anstatt dass man sich so ein schlechtes Licht stellt ein bisschen. Das ist doch was Natürliches, oder? Ja, aber niemand ist ja so im normalen Leben, weißt du? Also jeder agiert, also ich sag mal sehr pauschalisiert, jeder ist ja so, wie er ist, sagen wir mal. Aber euch ist es wichtig, dass Hinz und Kunst dich halt voll mag. Wir gehen jetzt auf eine Party, tanzen und du lernst halt Hinz kennen und du denkst, oh mein Gott, ich muss Hinz halt voll gefallen und dann Kunst, Kunst, weißt du, ich mal? Es ist nicht so krass, es kommt auf die Person an. Also bei Familie so möchte ich gerne gefallen, aber wenn es jetzt so random sind, zum Beispiel in meinen Kursen in der Schule, da juckt es mich eigentlich nicht so. Ja, wahrscheinlich schon oft Bekanntschaften, die man macht. So, egal in welches Environment du gehst, lernst neue Leute kennen, dann ist es dir besonders wichtig, dass du gemocht wirst. Ihr seid stur. Ja, das kann ich auch sagen. Finde ich auch. That's true. Dann sagt man auch, dass, also stur hatten wir ja, definitiv. Und bei sehr vielen habe ich auch gelesen, dass sie überheblich sind. Ja, vielleicht ein bisschen. Was ist das? Ja, auch wie arrogant. Dass man sich überschätzt oder wie? Sich selbst überschätzen in anmaßender Weise und auf andere herabsehend. Das finde ich nicht. Findest du nicht, dass du manchmal, wenn du so von anderen erzählst, sagst, ja, ich kann das viel besser und dir was... You know, I'm Scorpy, I'm here to tell the truth. Was stellst du schon über dich? Ja. Siehst du, du bist diese, oh mein Gott, du kannst gar kein Englisch. Nein, so krass bin ich nicht. Ja, okay, ein bisschen. Manchmal schon so ein bisschen. Und ich finde, das hat mein Papa auch. So manchmal, wie er über andere Menschen spricht. Ja. Also er sagt nicht, ich bin der Beste, aber manchmal denke ich mir so, was du? Ja, so bin ich auch. Ich sag nicht, ich bin besser als du, du kannst es ja gar nicht. Nein, aber manchmal, wie ihr so sprecht, I'm fine with it, weißt du, wie ich meine? Ich judge halt nicht, weil jeder Mensch ist halt individuell und jeder ist halt, wie er ist. Ich habe halt gar keinen Stress damit, aber wenn man das jetzt so ein bisschen vielleicht analysiert, dann kann man das denken. Dann sagt man, dass sie auch herrschsüchtig sind, das ist natürlich schon krass, aber das passt so ein bisschen auch zu dieser ganzen Löwenpersönlichkeit. Ja, König halt, König der Tiere, Löwe. Ihr wisst, was abgeht. Ihr wisst, wo euer Platz ist. Ist so. Und großspurig habe ich auch gelesen. Und das passt ja dann die Reaktion darauf, weil großspurig. Das ist ja jetzt nur Humor. Das ist ja jetzt nur Spaß. Ich bin ja nicht so. Ich meine es ja nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Sie sind verschwenderisch. Nee. Definitiv. Vielleicht liegt es am Alter, oder? Aber du bist, also deine Selbstwahrnehmung ist schon interessant. Wo verschwende ich was wo? All your money. Ja, okay. Ich habe jetzt mal an Essen und so gedacht. Nein. Und so Produkt, also so Sachen, die man so auch verschwenden kann, so Wasser oder so. Geld ist... Kommt und geht. Ist nochmal so eine andere Sache. Ja, dann seid ihr verletzend. That's fucking true. Ihr seid verletzend, sehr sogar. Ich? Ja. Wann? Nicht zu mir. Ich bin andere Liga, verstehst du? Verstehst du, was ich meine? Nein. Wir haben auch eine andere Beziehung. Aber zu wem denn? Ja, zu den Menschen in deinem Umfeld. Zu Mama, Papa, zu deinen Geschwistern, zu deinen Freundinnen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mache. Aber wenn, dann mache ich es auf jeden Fall nicht mit Absicht. Also nicht so, weil ich jemanden verletzen will, sondern vielleicht ist es einfach, weil ich so ehrlich bin oder so, so direkt und so sage, was abgeht. Das können ja mal die Löwen sagen, wie ihr das Ganze seht. Auf euch zugeschnitten. Auch ein Punkt intolerant. Nächster Punkt, bitte. Also so wie die guten Punkte zutreffen, finde ich, treffen auch die negativen Aspekte, finde ich, passt schon sehr gut. Das Problem ist halt, mit Jugendlichen zu sprechen, weil bei denen ist generell nichts. Nö, also wenn ich finde, dass es so ist, dann sage ich es auch. Habe ich gemerkt, die letzten 30 Minuten. Ja, dann ist es ja nicht so. Du bist halt komplett im Selbstverteidigungsmodus. Auf einer Seite habe ich gelesen, das habe ich mir extra aufgeschrieben, das Lebensmotto ist, ich bin, ich will, ich bin der Mittelpunkt meines Universums. Es ist, wie es ist. Krasses Statement auf jeden Fall. Ja, dann liest man immer wieder, dass das Rampenlicht für die Löwen auf jeden Fall das Ding ist. Ja, kann ich unterschreiben. Sie lieben Beifall und auch Bewunderung. Ja.
Nein, nicht jeder, glaube ich. Also nicht so offensichtlich wie ihr. Sie wollen erobern, was ihnen zusteht. Und das machen sie mit Stolz. Und auch das, finde ich, passt auf jeden Fall sehr gut. So im Rampenlicht. Ich bin hier, ich komme jetzt rein. Ich nehme mir, was mir zusteht. Und wenn sie das machen, also wenn sie erobern, eben mit Stolz erobern, dann machen sie das mit einem Lächeln und wissen genau, wie sie es einzusetzen haben. Ne? Ja. Ich finde auch, dass zum Beispiel, wenn du irgendwo hingehst, dass du dann schon so dich zeigst. Hier bin ich. Ja, schon. Auch wenn das Ganze ein bisschen dekadent klingt, kommen die Löwen sehr gut an bei den Gruppen, Gesellschaften, whatever, Freunden. Sie sind gern gesehene Gäste. So dekadent und auffällig das Ganze auch ist, so sagt man, lieben die auch den Luxus. Also die legen Wert auf Statussymbole. Yeah. Ja. 100 pro. Und das ist auch, finde ich, gar nicht schlimm. Finde ich auch nicht. Jeder, wie er es mag. Jeder, wie er es braucht. Ich schlag mir halt auch ein Auge. Die Foundation hat das Pigment einfach gefressen. Also Luxus, Statussymbole, das ist deren Ding. Das lieben die. Das unterstreicht auch deren Persönlichkeit. Also die brauchen das auf jeden Fall. Nicht nur, dass sie darauf stehen, die wollen die Leute, mit denen sie auch so abhängen, imponieren. Also die wollen denen auch so mit gefallen. Nicht nur, dass sie Wert darauf legen, die wollen damit auch beeindrucken. Was zu diesem anderen Punkt passt. Unbedingt anderen gefallen wollen. Das unterstreichen die damit noch. Hier schreibt eine Seite, das lese ich auch mal so vor. Wenn er seine Eitelkeit in den Griff bekommt und sich auf das Wesentliche konzentriert, dann kann er Großes leisten. Geht ja aber auch mit Eitelkeit. Ja, ja, wenn ihr nicht gerade so Weintrauben und Fächer... Wenn man das gerade mal ausstellt, dann habt ihr auch coole Skills. Ich muss hier gerade mal meinen eigenen Scheiß in den Griff kriegen. Ich sehe gerade aus, als wäre ich aus dem Auto gefallen. Also Alte würde ich schon sagen, ja. Ich kümmere mich also sehr darum, mein Äußeres. Aber ich bin nicht besessen. Ein bisschen. Ja, viele große Familienwappen zieren sozusagen, also mit dem Löwen, stark, mächtig, führend. Das sind die Löwen. Das sind sie. Wenn sie halt nicht in ihrer Eitelkeit ersticken. So krass ist das nicht mal bei den Löwen. Ich liebe diese Unterhaltung. Ja, vielleicht, vielleicht ist es bei mir so, aber Opa zum Beispiel. Wenn er könnte. Opa ist schon ein feiner Kerl. Aber he don't have the possibilities. Auch hier, wenn es manchmal so aussieht, als wären sie unbeliebt oder das ist so voll so, boah, voll eingebildet. Die kommen trotzdem gut an. Also diese Stärke wird ihnen auf jeden Fall angerechnet. Ich werde doch so eine Astrology-Tante von TikTok. Ja. Irgendwann landest du dann so beim Kartenlesen. Das Ding ist, ich glaube da ja nicht so 100% dran, weißt du, wie ich meine? Also ich finde, da gibt es schon bestimmt Sachen, die passen, aber ich verfolge das ja jetzt so gar nicht. Interessiert mich auch null. Also ich würde mich auch nie zu einer setzen oder so. Aber ich finde dieses Format halt cool, weil es mal was anderes ist. Ja. Man kann sich zusammensetzen, ein bisschen plaudern und auch mal coolere Looks schminken, ausgefallene Looks, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt so tragen würde. Pa, pa, pa. Und dieses ganze Family-Ding, also dieses Führen, dass sie halt auch gut ankommen da, wo sie sind, muss man immer ein bisschen drauf aufpassen, dass sie nicht gerade abheben. Welches Sternzeichen findest du am schlimmsten? Ich? Ja. Also welche Sternzeichen findest du gegen gar nicht? Jungfrau. Also nicht die Männer, aber die Frauen von Jungfrau. Oh, das ist eine harte Nummer für mich. Echt? Ich hatte richtig viele Freundinnen, also Jungfrau-Freundinnen, bestimmt so 5, 6. Und was ist an alle denen gleich so geendet. Und sie sind nicht mehr auf jeden Fall. Die waren alle so extrem besserwisserisch, so richtig krass. Und man konnte die nicht davon abbringen. Und es waren immer so viele so unnötige Diskussionen. Und dann sind sie so extrem so competitive, weißt du? Die haben aus allem mit mir, also jetzt auch nicht alle von denen, aus allem wollten die einen Wettbewerb mit mir machen. Ich war immer Konkurrenz in allem. Und das ist einfach ekelhaft in Freundschaften. Sobald es auch nur ein bisschen Konkurrenz so zwischen einem wird, dann ist schon so... Aber ich glaube tatsächlich, eine Schwäche bei Jungfrauen, das liest man viel, finde ich, ist ja dieses besserwisserische. Ja, und das ist so anstrengend, kann ich gar nicht ab. Mhm. Und bei dir? Sie hasst vor allen Dingen Jungfrau-Männer. Zwilling und Widder. Widder-Männer sind auch alle ähnlich. Ne? Widder-Männer ist Chöp. Mein Make-up ist heute auch Chöp. Fische und Krebse sind die besten, mit Löwe die besten Sternzeichen. Ja, Fische und Krebse finde ich auch. Wobei manche Fische nicht so gut ankamen. Also unter meinem Fische-Video, meine ich mich zu erinnern, haben viele geschrieben, boah, die sind so hinterfotzig. Ja, die sind so ein bisschen...
bisschen manipulativ auch. Aber die sind so, Krebs und Fisch sind so lieb einfach, so herzlich, finde ich. Und Steinbock. Ich finde sie ein bisschen boring, weil die haben nicht so viel Feuer und so viel, ne? Aber die sind auch lieb einfach. Die sind so neutral und so lieb. Ja, das stimmt. Die Löwen, die übernehmen Verantwortung. Egal, wie schlecht der Tag ist oder in was für einem Umfeld die sind, die können Verantwortung übernehmen. Ich habe das Gefühl, ihr habt so, egal wie schlecht die Situation gerade sein mag, ihr könnt drüberstehen und dann weitermachen. So ein bisschen wie das Beste aus der Situation machen. Ja. Aber wenn sie das machen, dann übernehmen sie gerne die Aufgaben, die ihnen gefallen. Weil wenn es mal nicht so ist, dass sie dann auch zickig werden. Da ist immer ein Haken bei euch. Nee, nicht immer. Natürlich pickt man sich, glaube ich, das raus, was man mehr mag. Und wieder gibt es eine Erklärung. So großzügig und liebevoll die Löwen auch sind, müssen sie manchmal aufpassen, nicht ausgenutzt zu werden von den Leuten. Weil das ist tatsächlich auch so, das lese ich in vielen Sternzeichen so. Vor allem die, die so voll den Menschen helfen können mit ihren Qualitäten und so, dass die halt öfter von Ausnutzen, ja, betroffen sind. Ja, das hatte ich sogar, habe ich natürlich zu spät erkannt. Aber die sich dann nur mit mir getroffen haben, weil ich dann halt irgendwie gerade mehr Geld hatte als die oder so. Und dann war halt immer so, oh nein, ich habe gerade mein Geld vergessen. Und am Ende stand ich dann da und war so viel Geld los. Ich vergesse bei Sebastian auch mal mein Portemonnaie. Das ist natürlich scheiße, wenn man Freundschaften hat und man will ja auch rausgehen und die Zeit auch miteinander irgendwie genießen, aber die andere Person immer sein Geld vergisst oder immer eingeladen wird, das ist natürlich richtig scheiße. Ja. Also gerade so geldtechnisch finde ich das nicht cool. Ich finde, das sollte immer in einem Austausch stattfinden, weil sonst ist es fies. Aber das hatte ich früher auch. Das kommt natürlich trotzdem auch durch meine Kinder und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass ich zu hilfsbereit war oder auch zu spendabel. Und die Leute, ich wollte denen auch gefallen, halt diese Unsicherheit, die man dann halt auch hat, vor allem finde ich auch als Jugendliche, aber hier wahrscheinlich natürlich auch durch meine eigenen Erfahrungen, dass ich dann auch ausgenutzt wurde, dass dann so Mädchen aus meiner Schule kamen, die dann bei mir geklingelt haben und die so, oh, hast du Geld für Zigaretten? Ich habe gerade nicht. Also. Oder hast du oder kannst du? Wir hatten halt auch kein Geld, so weißt du, wie ich meine? Es gab halt auch Zeiten, da gab es halt auch kein Geld für die Monatskarte oder so, ne? Und dann mussten wir halt auch zur Schule laufen, also Naja, und dann klingelte es halt an der Tür und dann dachte ich, oh cool, naja, komm, machst du. Und dann bin ich hoch zu meinen Eltern, hab halt nach, keine Ahnung, wenn sie dann hatten, nach Geld gefragt tatsächlich. Und hab's ihnen gegeben und dann haben die sich verpisst mit dem Geld. Und das war Wahnsinn. Ja, und das Ding ist, eigentlich weißt du's. Aber du möchtest es nicht wahrhaben. Weißt du es, weil du intelligent genug dafür bist, um das zu verstehen. Aber ja, manchmal ist der Mensch ja auch so, dass er gerne sich was ins Fäustchen lügt. Das ist ein Löwenlook, findest du? Mhm. Das ist der Löwenlook. Der Löwenlook. Ich benutze übrigens deinen Bronzer in Medium. Besser ist auch, Schwester. Besser ist auch. Die waren ja in Kroatien. Mhm. Urlaub machen. Disgusting. Und jetzt brauchst du ein bisschen mehr Farbe, wa? Yes. Sonst hast du mal Light, glaube ich, ne? Mhm. Ich war mal so wie du. Ein bisschen dunkler. Jetzt bin ich aber dark. Halt einfach auf. Kommen wir einmal kurz zu Liebe. Also entweder ist man von dem Löwen angetan oder halt auch gar nicht. Die Löwen kommen auch in der Liebe extrem gut an. Das ist so, die Leute liegen euch zu Füßen, sagt man, hörend sagen. Und das liegt nicht nur am Aussehen. Also nicht nur, dass die Löwen besonders schön sind, sondern einfach diese Art, dieses Leader, stark. Das macht die Leute wet. Nasty girl. Show em. Und wenn die Löwen dann in Partnerschaft sind, dann kann man vom Löwen alles bekommen, was man will, weil sie ja so großzügig sind. Die kümmern sich, die machen. Also wenn ich jemanden wirklich mag, da gibt es da kaum Grenzen. Du bist auch extrem großzügig, wie mein Vater ja auch. Und das macht sich dann in den menschlichen Beziehungen schon bemerkbar. Und auf dem Konto. Und auf dem Konto leider auch. Ja. Aber dazu habe ich dir auch was gesagt. Dass es besser ist, jetzt sein Geld zusammenzuhalten. Ja, das weiß ich ja auch. Das ist ja logisch. Aber weil es ist so things and stuff don't make you happy. Ja. Es ist immer geiler, Geld zu haben. Oh. Ja, der ist einfach anders krank. Ich sag's ja. Vor allem liebe ich, dass der hier nicht so Glitzer drin hat, dass man dann so wie eine Plastikpuppe aussieht, sondern dass es einfach schön ist. Ja, und diese dünne Schicht einfach. Ja, dieses. Ja.
Richtig soft. Aber trotzdem kann man ihn dann so aufbauen, so Baddie-mäßig. Ne? Literally die Beschreibung. Also eine Seite hat heute reingeschossen. Can't be me. Das wäre jetzt deine Defense. Ne? Du wärst jetzt so, nee, das ist geplant. Das sollte so aussehen. Nein, das sollte halt nicht so. Nein, ich hätte gesagt, was passiert ist. It's happening right now. Und es betrifft dich nicht mal. Das ist der Hammer. Ja, du hast es doch auf mich gelenkt. Ja, yeah. Because I'm a manipulative hoe. Muss ich mal dran denken, der Skorpion kann auch immer noch den Löwen killen. Never. Ach so, und man soll die Löwen auch nicht zu sehr zappeln lassen, weil die sind sich ihrer so sicher. Die sind dann halt auch ganz schnell wieder weg. Interesting. Löwen haben auch so Standards. Ja? Ne? Und woran machst du es fest? Also bemisst du es dann an den Kleidern, Marken oder sagst du, wie viel Geld hast du auf deinem Konto? Nein, bei Personen zum Beispiel. Nee, ich meine jetzt so Charaktereigenschaften oder Sachen, die eine andere Person mir gegenüber so mitbringt. Da habe ich so, ne? Und da mag ich auch nicht runtergehen dann. Ist das so? Könnt ihr das unterschreiben? Job und Finanzen. Also, die lieben am liebsten Berufe, wo sie sich ausleben können, wo sie auf der Bühne sind, gesehen und gehört werden. Ja, und halt ihr volles Potenzial ausleben können. Also Bürojobs, das ist nichts für die. Das langweilt die, da sind sie nicht glücklich. Kann ich? So, ja, kann ich, weil ich arbeite halt auch schon 20 Jahren. Nein, aber ich könnte es mir nie vorstellen. Einfach nur in einem Büro zu hocken. Ja, und in der Hinsicht haben sie halt auch hohe Ansprüche an sich selber, aber leben halt auch über ihre Verhältnisse drüber, weil sie auch diesen Luxus lieben. Die Löwen müssen auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wo seid ihr dabei, wo nicht. Und bevor ich das Video beende, gibt es natürlich nochmal die Stars. Und zwar Cara Delevingne ist Löwe. Sie hat doch an meinem Geburtstag, 15. August. Jennifer Lawrence, Chris Hemsworth, Daniel Radcliffe, Halle Berry, Jennifer Lopez, Ben Affleck, oh, zwei Löwen. Barack Obama, Robert De Niro, interessant. Sandra Bullock, Jean Reno, Hammer. Das sind die Löwenlooks, meine Lieben, auf jeden Fall. Ja. Würde ich sagen. Spicy. Spicy. Ihr findet hier drüben zwei weitere Videos. Hier könnt ihr mich super gerne abonnieren und supporten. Wir sagen vielen Dank fürs Reinschalten. Tschüssi. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal mit euch.